Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. Wohin des Wegs? Ich erstmal zurück. Okay, geht nicht? Nein? Okay. Können wir hier in den Busch? Nein, geht auch nicht. Okay. Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Hm. Vielleicht ist da ja was drauf. Wo hat er das jetzt hingesteckt? In seine Arschritze? Oder was? Jetzt ohne Scheiß. Er hat nur eine Unterhose an. Emma! Verdammter Scheiß! Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein... Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie
ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Hey, ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Shh. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja, dachte ich auch. Oh Mann, arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Ist okay. Schon okay. Ich hab euch. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt.
kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort. Habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist? Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Okay, also Nick wird langsam zu so einem Vieh. Definitiv. Also ich sag immer noch, es ist eine Art Werwolf. Denn durch den Biss wird man infiziert und... Okay. Hier liegt also keine Karte rum. Hier geht was. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ein neues Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hackett's Kindern, Caleb und Katie. Also die, wo wir gesehen haben, diese Jägerin mit der Augenklappe, das war dann anscheinend Katie. Okay. Duschen, okay. Ich gucke jetzt halt mal in jede Dusche rein. Aha, der Mond. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Geh geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Okay, ich glaube, hier ist nichts, was es ihm bequemer machen könnte. Ich sehe noch was im Spind. Nope. Ja, sorry, aber hier ist nichts. Hier,
So besser? Ja. Hey. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick, das tue ich nicht. Doch, doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott, ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Oh. Wow, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Nicht, dass sie stirbt. Damn you.
Oh. Wo sind die anderen hin? Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Vielleicht wäre es am sichersten, sich im Wasser aufzuhalten. Warum liegen hier überall Briefe rum? Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstories sind eben einfach nur erfunden. Oder auch nicht. Ich fasse es nicht, dass ich Abby verloren habe. Was hätte ich denn da machen können? Hätte ich ihn abknallen sollen? Ging das? Ich habe irgendwie nicht richtig auf die Textzeile unten geguckt, ehrlich gesagt. Hätte ich mal besser machen sollen. Warte mal. Also ich denke, dass es hier lang geht. Ja, vielleicht liegt hier ja noch was rum. Ein Kärtchen oder so. War wohl der Regen. Ich habe so gehofft, dass ich es schaffe, dass alle überleben. Ich gehe hier hoch. Wie sie abwinkt. Nein. Nein. Es ist ziemlich dunkel. Es ist ein abgetrenntes Wildschwein ohne Kopf. Oh Gott, ich laufe genau dahin. Okay, ich lauf woanders hin. Ich laufe in die andere Richtung. Ich laufe hier lang. Hier lang laufe ich. Thank you.
Redewitzka. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe echt keinen Plan, wo ich hin muss. Bobby. Nicht. Was ist halt? Du ein bisschen. Du weißt, was da passiert. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Nicht sicher. Abby? Okay, hat er die jetzt gebissen oder nur den Schuh angeknabbert? Oh Gott, Abby. Abby, warum? Ausgerechnet die ich zum Schluss retten wollte. Stirbt als erstes. Okay, wir müssen nachdenken. Wir können es lebend hier rausschaffen, zusammen, okay? Oh, nicht alle von uns. Ach, echt jetzt? Trottel. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura. Und?
Jetzt lasst mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du... Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja? Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Hier drin. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Das war sie mit der Augenklappe. Okay. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Ja, bitte. Ich möchte. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Furchtbar, ja, aber nicht aufregend. Kopf ab, Herr. Arme Abby.